Einen schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich darf Sie herzlich zu unserem Teil 1 der zweiteiligen Webinarserie begrüßen. Mein Name ist Lukas Nistler. Ich bin von BlackRock, arbeite hier in der iShares ETF-Sparte und mit mir dabei ist der Markus Jordan, Gründer und Geschäftsführer von Extra ETF. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns zu diesem ja aktuellen und mit Sicherheit auch spannenden Thema zuzuhören. Und natürlich können Sie auch gerne jederzeit Ihre Fragen über den Chat stellen. Wenn wir die während des Vortrags nicht behandeln können, dann nehmen wir die auf jeden Fall im Nachgang auch auf. Wir machen am Ende noch ein bisschen Frage-Antworten auch, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Und insofern nutzen Sie da die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Sie finden, bevor die Frage aufkommt, Sie finden natürlich auch die Dokumente, die wir Ihnen heute zeigen, zum Download. Das ist einmal die Präsentation, die Sie auch gerade sehen. Zum anderen ist das eine aktuelle Studie, die wir gemeinsam vor kurzem auch veröffentlicht haben. Und das dritte Dokument ist ein Leitfaden von iShares, auch zum Thema ETF-Sparpläne nochmal. Das können Sie sich also auch gerne downloaden. Genau, dann lassen Sie uns doch gleich einsteigen. Sie kennen die Namen, die Sie vielleicht gerade gehört haben schon, aber ich würde trotzdem gerne nochmal zum einen uns vorstellen und dann natürlich auch nochmal dem Markus die Möglichkeit geben. iShares, das ist eigentlich die ETF-Sparte von BlackRock. BlackRock, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Also das heißt, wir verwalten treuhänderisch das Vermögen unserer Kunden, sei das jetzt von großen beispielsweise Pensionskassen bis hin zu Privatanlegern wie Sie oder ich, verwalten wir dieses Geld immer treuhänderisch. Wir sind zwar eine amerikanische Firma mit Ursprüngen in New York, die aber schon seit über 25 Jahren tatsächlich auch hier in Deutschland aktiv ist, mit zwei Büros in München und Frankfurt. Und wir sind insgesamt an beiden Standorten ungefähr 170 Mitarbeiter. München war übrigens tatsächlich auch das erste Büro, was wir hier in Deutschland hatten. Unsere ETF-Palette ist nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit und weltweit auch führend. Wir haben hier in Deutschland gut 500 ETFs zum Vertrieb zugelassen. Die Zahl beinhaltet allerdings auch oftmals ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen, aber dennoch eine enorme Zahl, die auch eben Ihnen als Privatanlegerinnen und Privatanlegern zur Verfügung stehen. Und in unseren ETFs verwalten wir global über 3,2 Billionen US-Dollar. Also eine ordentliche Summe, die wir hier treuhänderisch im Auftrag unserer Kunden verwalten dürfen. Kurz zu unserer Kooperation. Warum machen wir dieses Webinar zusammen? Ich würde sagen, der Grund ist eigentlich, dass uns die gleiche Mission sozusagen eint, weil wir eben Anlegerinnen und Anleger jedermann mehr oder weniger das Investieren verständlich machen wollen, aufzeigen wollen, warum man sich auch mit dem Thema Investieren beschäftigen sollte und auch zeigen wollen, wie letztendlich einfach der Zugang auch geworden ist. Wir haben, wie gesagt, auch vor kurzem gemeinsam eine Studie rausgebracht. Da wird der Markus auch gleich noch näher darauf eingehen. Und wir machen auch laufend gemeinsame Aktivitäten, sei das jetzt Artikel oder eben auch Webinare wie dieses hier. Das hatten wir 2020 schon mal gestartet. Und jetzt aufgrund der Nachfrage und der Aktualität des Themas sind wir das Ganze auch nochmal angegangen. Bevor ich jetzt gleich an den Markus übergebe, möchte ich nochmal kurz einleiten, das Thema Investieren. Warum sollte man sich jetzt eben überhaupt mit Kapitalmärkten und der Geldanlage beschäftigen?
Sie sehen hier links ein paar Beispiele aufgeführt. Das kann natürlich die Ziele oder die Hintergründe sind dann natürlich immer sehr individuell. Aber ich denke, das sind ein paar allgemeingültige Punkte, die Sie da sehen. Natürlich geht es einmal darum, dass man vielleicht persönliche Wünsche hat, die man sich in Zukunft erfüllen will. Und wie macht man das? Man spart natürlich, man verzichtet heute auf Konsum und möchte in der Zukunft natürlich dann gerne vielleicht mehr konsumieren. Und dafür gibt es leider nicht mehr viele Alternativen. Wir leben schon seit sehr langer Zeit in einem Niedrigzinsumfeld oder sogar eben auch Negativzinsumfeld. Das heißt, den Euro, den Sie heute auf dem Girokonto oder Festgeldkonto liegen haben, der ist morgen, hat morgen nicht mehr die gleiche Kaufkraft wie heute. Das ist ein wichtiges Thema. Und natürlich haben wir auch die Inflation in diesem Zusammenhang. Ich habe es heute wieder gelesen, ein großer Artikel. Wir sind bei über 7%. Also es ist höchste Zeit, sich von dem Spruch Cash is King ein bisschen zu verabschieden und auch mit der persönlichen Altersvorsorge einfach auch zu beschäftigen. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele Alternativen. Viele Banken starten auch oder machen es auch schon länger und verlangen dann Gebühren für die Verwahrung der Kundengelder, was letztendlich auch nichts anderes ist als wie eine Art Strafzins für das Bargeld, was man auf dem Konto liegen hat. Da sind die Hürden auch deutlich nach unten gegangen. Also es gibt viele Gründe, sich nach Alternativen umzuschauen. Und eine davon möchten wir Ihnen eben heute genauer vorstellen. Wir werden nicht im Detail darauf eingehen, was ein ETF ist oder wie das Ganze funktioniert. Das haben wir jetzt, sage ich mal, als Voraussetzung gemacht. Ich denke, Sie wissen, was ein ETF ist, aber wir möchten uns eben heute auf das Thema ETF-Sparpläne konzentrieren. Und damit war es das eigentlich schon von meiner Seite. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, nutzen Sie gerne auch die Fragefunktion. Da kümmere ich mich gleich drum, wenn der Markus seinen Vortrag startet. Und weitere Fragen nehmen wir auch gerne im Nachgang noch auf. Dann danke erstmal und ich übergebe zu dir, Markus. Ja, Lukas, vielen Dank für die Einleitung. Das Thema war ja heute langfristiger Vermögensaufbau mit ETF-Sparplänen. Also wir gehen heute ganz in die Details rein bei dem Thema Sparpläne. Das Thema Sparpläne ist für uns extra ETF auch sehr, sehr wichtig, weil wir sehr viel Energie und Kraft da reinstecken, da Informationen für unsere Nutzer eben aufzubereiten. Da sehen wir auch einen Teil davon. Aber Sparpläne waren noch in den vergangenen Jahren ein Thema, wo man, wenn man sich mit dem Thema ETFs beschäftigt hat und mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt hat, eigentlich gar nicht drumherum gekommen ist, weil es einfach so viele gute Gründe gibt, in ETFs zu investieren und mit einem ETF-Sparplan in ETFs zu investieren. Und das schauen wir uns heute an, was da die Gründe sind, was die Vorteile sind, wie das funktioniert, worauf Sie achten müssen, sodass Sie am Ende des Webinars hoffentlich genau wissen, wo Sie ansetzen müssen. Bevor wir da jetzt einsteigen, ganz kurz mal noch ein paar Worte zu uns, also extra ETF. Wir sind ein Portal, ein Anlegerportal. Wir geben aber auch ein Magazin raus, komme ich nachher noch mal kurz drauf. Und wir haben auch eine Mission und die meinen wir auch wirklich ganz ernst, weil wir wollen euch dabei unterstützen, besser Geld anzulegen. Ja, wir nennen das, wir helfen euch finanziell zu wachsen. Wir helfen euch finanziell zu wachsen. Also wir wollen euch unterstützen, dass ihr bessere Finanzentscheidungen für eure Zukunft trefft. Wir selber haben keine eigenen Finanzprodukte. Das heißt, wir screenen den Markt, wir vergleichen Angebote, wir bieten Finanztools, Finanzwissen, all diese Informationen zur Verfügung. Und im Idealfall könnt ihr die lesen oder irgendwie nutzen und habt dann am Ende mit eurem Vermögen eine höhere Rendite. Oder wenn ihr nicht so sehr auf die Gewinnmaximierung aus seid, was man ja bei ETFs auch oftmals im Auge behält, ist ja das Thema weniger Risiko haben. Also wie kann ich Fehler vermeiden, wie kann ich teure Kosten vermeiden, um eben auch so meine finanziellen Ziele zu erreichen. Das ist so das, was uns motiviert, was das ganze Team motiviert. Wir sind 15 Leute, die in der Firma arbeiten. Das fängt an von
von Redakteuren bis hin zum Entwickler. In allen Bereichen haben wir Kollegen, die mit mir gemeinsam das Thema ETFs und Anlegerausbildung im weitesten Sinne eben forcieren. So, was haben wir heute vorgenommen? Eine ganze Menge, brauchen wir gar nicht so sehr auf die einzelnen Details eingehen, gehen wir Schritt für Schritt durch. Deswegen würde ich sagen, steigen wir eigentlich gleich ein und fangen wir mal mit der Quintessenz sozusagen an. Und damit wir alle den gleichen Wissensstand haben, schauen wir uns mal einfach mal an, was ist ein Sparplan für denjenigen, der es noch nicht so vielleicht durchdrungen hat. Ihr kennt alle einen Dauerauftrag zum Überweisen, zum Beispiel der Miete. Ja, da gebt ihr bei eurer Bank den Auftrag, bitte am 1. eines Monats für, 1.000 Euro die Miete zu überweisen. Und da braucht ihr selbstständig nichts mehr tun, sondern immer am 1., wenn das Geld drauf ist, geht die Bank dann ans Konto und führt eben diese Überweisung aus. Und im Endeffekt ist ein Sparplan genau das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass man eben nicht Geld überweist, sondern dass man der Bank sagt, kauf mir bitte zu einem bestimmten Termin jeden Monat, also zum Beispiel, wie es hier steht, für 100 Euro am 1. eines Monats den iShares Core MSCI World ETF, ist ein sehr beliebter ETF für Sparpläne, und das Geld, also was dann da bezahlt werden muss, bucht das entweder von meinem Gehaltskonto ab, ja, oder von dem beim Broker-Account zugehörigen Verrechnungskonto. Und dann braucht ihr euch um nichts mehr kümmern. Die Bank führt es eben so lange jeden Monat aus, bis ihr es ändert, bis ihr es stoppt, bis ihr es aufstockt, bis ihr das Produkt austauscht. Also ihr habt da volle Flexibilität und vollen Zugriff auf diesen Dauerauftrag zum Kauf von Wertpapieren. Und diese Flexibilität, da komme ich aber nachher nochmal drauf, ist eben einer der Kernvorteile, warum Sparpläne so beliebt sind. Wir machen seit mehreren Jahren schon eine monatliche Analyse, und das ist wirklich ganz toll, weil das gibt es nur bei uns, haben nur wir, und zwar die großen Direktbanken in Deutschland. Die liefern uns jeden Monat, natürlich anonymisiert, also beziehungsweise wir kriegen nur die Zahlen, wie viele Gelder sind dort von deren Privatanlegern in ETFs investiert, wie viele Kaufkäufe und Verkäufe gibt es, welches Volumen wird dabei bewegt, wie viele Sparpläne wurden jeden Monat ausgeführt und welches Sparvolumen wurde bei dem Broker darüber investiert. Und das packen wir eben in eine Statistik. Und mit BlackRock haben wir jetzt zusammen vor ein paar Wochen auch noch eine Prognose gemacht, okay, wie war es denn zum Jahresende und die Entwicklung der vergangenen Jahre und wie wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Und hier schauen wir uns jetzt erstmal an den aktuellen Stand per Ende Dezember, und da sieht man auch den Stand von Ende 2020. Also im Jahr 2020 sind die Gelder, die von Privatanlegern in ETFs bei diesen Direktbanken investiert wurden, um 75% gestiegen, was enorm ist. Schaut man sich hier unten, ich habe es rot markiert, die Anzahl der Sparpläne an, die sind um 63% gestiegen. Und schaut man sich das Sparvolumen an, was im Dezember 2021 ausgeführt wurde, da waren es 600 Millionen Euro verglichen zu 350 Millionen im Dezember 2020. Also in den relevanten Kennzahlen, sage ich jetzt mal, wo es um Vermögensaufbau geht, da ist ein extrem großes Wachstum zu verzeichnen. Auch bei den Handelsumsätzen auf Jahressicht. Aber da sieht man schon, zum Vormonat gibt es da schon massive Schwankungen. Ja, weil halt mal, je nachdem, wie die Börse sich entwickelt, mal mehr oder mal weniger gekauft wird. Aber das Thema Sparen, also sukzessive Vermögensaufbau, das zeigt eigentlich über Monate hinweg konstante Wachstumsraten. Ja? Also immer mehr Anleger greifen auf ETF-Sparpläne zurück, ist wahrscheinlich die Quintessenz, was man da sagen kann. Und was auch noch interessant ist, im Schnitt über alle Sparpläne werden 186 Euro angespart. Das ist auch über die Jahre immer wieder ein bisschen angestiegen. Diese Zahlen übrigens findet ihr auch alle in der Studie, und wir stellen ja die Präsentationsunterlagen zum Download zur Verfügung. Da könnt ihr euch auch, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, auch nochmal diese Studie durchblättern. Da sind eine Menge Grafiken und Tabellen drin und kurze Erläuterungen. Also es ist jetzt kein Buch, was man da lesen muss, sondern man kann da relativ schnell erfassen, worum es geht. So, und dann haben wir uns eben die Frage gestellt, wie wird es denn weitergehen? Jetzt muss ich kurz eine Erklärung machen. Ich springe nochmal ganz kurz zurück. Hier seht ihr, habe ich 3,3 Millionen ETF-Sparpläne in der Statistik per Ende Dezember 2021 aufgeführt. Hier in der Prognose sind es aber 4,8 Millionen oder knapp 4,9 Millionen. So, woher kommt diese Differenz? Weil wir in der Prognose
auch eine Annahme getroffen haben, was die beiden großen Neo-Broker, also Trade Republic, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und Scalable Capital, der Broker davon, was die schon heute an Sparplänen haben, weil diese beiden Broker leider noch nicht offiziell in unsere Statistik Zahlen liefern. Die Zahlen haben wir dann validiert, aber haben natürlich eine gewisse Ungenauigkeit. Dennoch kann man sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass da eben hier schon auch mehrere Millionen ETF-Sparpläne jeden Monat bei diesen Brokern ausgeführt werden. So, man sieht also seit 2014, da hatten wir ganz wenige 158.000 ETF-Sparpläne, ist echt im Vergleich zu heute fast nicht mehr zu erkennen. Und es hat über die Jahre hinweg eine ordentliche Entwicklung gehabt. Und auf Basis dieser Entwicklung und auch auf Basis der Tatsache, dass es eben immer weniger Alternativen gibt zum sinnvollen, günstigen Vermögensaufbau, dass es im Prinzip so gut wie keinen gibt, der irgendwie negativ über das Produkt ETF-Sparpläne spricht. Vielleicht klassische Finanzberater oder Versicherungsberater, weil die halt Provisionen verdienen wollen. Und das ist bei einem klassischen ETF-Sparplan ja nicht der Fall. Die sind ja so günstig, kommen wir nachher eben auch nochmal dazu. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Markt eben sich in den nächsten Jahren weiter stark entwickelt. Und wir haben hier im Schnitt so eine Wachstumsrate von 35% angenommen. Und das würde eben bedeuten, dass wir in 5 Jahren dann bei knapp 20 Millionen ETF-Sparplänen landen werden. Ja, was natürlich zum heutigen Tag auch nochmal ein ordentliches Wachstum wäre. Das kann euch, uns aber erstmal grundsätzlich egal sein, weil nur weil der Markt wächst, da hast du ja dann persönlich nichts davon. Aber ich will damit nur sagen, wenn du dich für einen ETF-Sparplan vielleicht bereits entschieden hast oder vielleicht gerade überlegst, wäre denn das was für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau, dann kann ich dir einfach nur sagen, du liegst da auf Gold richtig und du hast eine richtige Überlegung oder auch schon Entscheidung getroffen. Also ein Sparplan ist wirklich ein Top-Produkt, was auch alle Verbraucherschützer, unabhängige Finanzportale, wir sind ja auch nur ein unabhängiges Portal, was wir alle empfehlen, was einfach genial ist. Ja. So, schauen wir uns mal weiter an, wie man die jetzt einsetzen kann. Natürlich im ersten Moment Sparplan, also es geht zum Sparen, es geht zum Vermögensaufbau. Man kann ihn also zum langfristigen Vermögensaufbau nutzen. Man kann emotionslos investieren, weil man ja den festen Termin vorgegeben hat. Also bitte immer am ersten eines Monats, nachdem mein Gehalt angegangen ist, gleich 100 Euro, 150 Euro wegsparen. Also das schützt einen davor, dass gerade in so Zeiten wie jetzt oder auch in Corona-Zeiten, die ja sehr bewegt waren und auch schwierig waren, dass man da von seinem ursprünglichen Langfristplan im Alter genug Geld zu haben, um im Alter zu leben, dass man von dem eben abrückt. Ja, also es macht total Sinn, eben dieses emotionslose Investieren, dieses regelmäßige Sparen, weil man dann eben genau diese psychologischen Fallstellen, wenn die Märkte schwierig sind, wenn vielleicht auch die Umstände irgendwie durch irgendwas gestört werden, dass man dann eben sagt, nein, ich bleib an meinem Plan treu und investiere weiter. Ein weiterer Vorteil, der zwar statistisch gesehen widerlegt ist, aber ich erkläre ihn kurz, Cost Average bedeutet, dass man dadurch, dass man immer regelmäßig spart und die Märkte schwanken ja, kauft man eben zu hohen Kursen tendenziell weniger Anteile und zu niedrigen Kursen etwas mehr Anteile. Und somit kriegt man dann eben einen Durchschnittskosteneffekt. Das macht Sinn. Also zum Beispiel, wer jetzt einen Sparplan hatte, der hat halt in den ganz schwierigen Corona-Monaten, hat er halt dann günstig gekauft und hat danach sich eben gefreut, wo die Kurse wieder höher gestanden sind. Ich hatte gesagt, es ist ein bisschen, sagen wir mal, widerlegt, weil folgender Hintergrund. Stellt euch vor, ihr investiert 10 Jahre und in 10 Jahren sind die Märkte sehr wahrscheinlich im positiven Bereich. Dann ist es halt wahrscheinlich auch immer am besten, wenn man gleich am Anfang alles investiert hätte, zum niedrigsten Einstiegszeitpunkt, weil man dann am Ende sozusagen die gesamte Zeit mit dem gesamten Anlagebetrag das Maximum rausgeholt hat. Aber ich finde trotzdem, es passt für mich ein bisschen zu dem zweiten Punkt, emotionslos. Das heißt, es ist einfach schön und gut zu wissen, wenn ich sage, ich spare jeden Monat und ich weiß, die Märkte sind schwierig und ich habe einfach nochmal so ein bisschen das gute Gefühl dabei, hey, jetzt kaufe ich gerade vielleicht günstig mal ein bisschen nach. Das finde ich eigentlich einen positiven Vorteil. Ja, und außerdem hilft es ja nichts, wenn man kein Geld hat, ja, und nur monatlich was ansparen kann. Dann nützt Ihnen die Theorie auch nicht, dass es besser gewesen wäre, am Anfang zu investieren, weil wenn ich da kein Geld habe, dann kann ich es halt auch nicht investieren. Also insofern wollte ich es nur kurz erwähnt haben. Und man kann sich natürlich auch perfekt Sparziele damit erreichen. Es muss ja nicht gleich die Altersvorsorge in 30, 40 Jahren sein. Es kann ja auch vielleicht ein schöner Urlaub sein oder was weiß ich, eine Anzahlung für ein Haus oder die Hochzeit fürs Kind.
die Ausbildung fürs Kind. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sparen kann. Und das kann man eben mit einem ETF-Sparplan sehr flexibel machen, weil man eben ja jederzeit es beenden kann, jederzeit aufstocken kann und auch auf die ETF-Anteile, die ich angespart habe, jederzeit zugreifen kann. Und es gibt auch meiner Meinung nach wirklich keine Ausrede mehr, weil da ist gerade in den letzten 2 Jahren sehr viel passiert. Man kann heute bei Deutschlands größter Direktbank, der ING, zum Beispiel ab 1 Euro im Monat einen Sparplan abschließen. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, er hat kein Geld zum Sparen, ganz ehrlich, also das ist eine Ausrede. Ob 1 Euro Sinn macht, bezweifle ich. Ja, also wer jetzt da 1 Euro im Monat spart und am Ende dann 12 Euro angespart hat am Ende eines Jahres, da kommt man natürlich nicht weit. Ja, aber theoretisch, technisch geht's. Also man kauft dann einfach ganz kleine Anteile an einzelnen ETFs, bis eben das eben nur 1 Euro abgebucht wird. Gut, das ist aber soweit klar. Also man kann es zum Vermögensaufbau nutzen. Ich finde, ein unterschätzter Vorteil von Sparplänen ist, ich habe es jetzt hier mal Investitionshilfe genannt, weil es ist oft so, dass das kriegen wir auch regelmäßig als Frage bei uns gestellt, soll ich denn, also wie kann ich denn einen großen Anlagebetrag investieren? Also Beispiel, man kriegt eine fällige Versicherung. Ja, man ist gar nicht mehr im Vermögensaufbau, sondern man hat schon ein Vermögen, aber halt vielleicht nicht über einen Sparplan angespart, sondern über eine Versicherung. Oder man hat eine Immobilie verkauft, eine Erbschaft gemacht, keine Ahnung. Man hat einen größeren Anlagebetrag plötzlich zur Verfügung. Und wie kann ich da jetzt investieren? Und da finde ich, ist der Sparplan eigentlich auch ein ganz gut geeignetes Mittel, wenn der Anlagebetrag nicht zu groß ist. Weil man kann den natürlich auch sagen, Beispiel, ich habe 100.000 Euro zur Verfügung. So, jetzt alles an einem Tag zu investieren, habe ich gerade gesagt, ist vielleicht statistisch gesehen sinnvoll, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Also da hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Also zumindest hätte ich ein schlechtes Gefühl dabei. Und da kann man dann eben auch einen Sparplan nutzen, um emotionslos zu investieren. Man könnte also beispielsweise sagen, okay, 100.000 Euro habe ich, das möchte ich die nächsten, machen wir es einfach, 10 Monate investieren, jeden Monat 10.000 Euro. Dann legt man eben einen Sparplan an und kauft dann über mehrere ETFs, baut sich ein Portfolio zusammen, macht dann vielleicht 2, 3 Sparpläne und kauft dann eben für jeden Monat strukturiert 10.000 Euro dieser ETFs. Und nach 10 Monaten ist sozusagen der Anlagebetrag komplett investiert. Man hat dann nicht sozusagen timingmäßig alles an einem Tag reingebuttert sozusagen in die ETFs, sondern hat das einfach so ein bisschen verteilt. Das finde ich eine ganz interessante Möglichkeit, um einfach da auch ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, um mit einem Plan einfach auch größere Anlagebeträge zu investieren, wenn man das eben nicht macht. Weil oft ist es so, man fängt dann an, gedanklich sagt, okay, die ersten 20.000 Euro investiere ich jetzt, dann passiert irgendwas und dann macht man es doch nicht mehr und dann passt halt der ursprünglich eigentlich überlegte Plan eigentlich nicht mehr. Da war die ganze Arbeit, die man sich am Anfang gemacht hat, umsonst. Deswegen, ich finde es eine super Investitionshilfe. So, was sind denn jetzt die Kernvorteile? Ich habe ja schon ein paar genannt. Also man kann erstmal mit niedrigen Sparplanraten raten, dann die Transaktionskosten, das schauen wir uns gleich auch noch an, die sind im Prinzip ein Traum. Ja, da kann man dann immer fragen, vielleicht kommt es auch eine Frage im Chat, warum ist es überhaupt so günstig? Weil einfach, schon, so wie viel schon mal vorweggenommen, weil die Banken einfach wissen, dass die Kunden draußen ihr alle nach Sparplänen sucht. Und wenn man halt ein richtig gutes Sparplanangebot hat, also niedrige Gebühren, großes Angebot, niedrige Sparrate, dann kann man halt Kunden gewinnen. Und das ist natürlich dann über ein gutes Produkt. Kunden zu gewinnen, ist natürlich für die Banken, die Broker viel, viel billiger als große Marketingmaßnahmen in allen möglichen Zeitungen oder online zu schalten. Deswegen ist es so ein bisschen ein Einsteigerprodukt für die Banken, um neue Kunden zu gewinnen. Und ja, soll ja nicht unser Nachteil sein, ist ja eher ein Vorteil für uns. Dann ein großer Vorteil, es ist einfach so extrem flexibel. Wenn ihr heute zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommt, um 35 Euro meinetwegen, irgendeinen Betrag, dann könnt ihr sofort sagen, okay, den Betrag, erstocke ich meinen Sparplan auf, dann spart er halt künftig nicht mehr 100 Euro, sondern 135 Euro. Also das könnt ihr innerhalb eines Monats im Prinzip ändern und die nächste Ausführung wird dann schon zu dem hohen Betrag ausgeführt. Wenn ihr plötzlich eine überraschende Ausgabe habt, keine Ahnung, Klassiker, Waschmaschine geht kaputt und ihr braucht, was weiß ich, 1.000 Euro, oder vielleicht ein bisschen teuer, 500 Euro, ja, dann geht ihr einfach in euer Depot, verkauft für 500 Euro ETF-Anteile, kauft dann im nächsten Monat ganz normal über euren Sparplan wieder weiter. Also es gibt keine Bindefristen. Bei einer Versicherung ist es ja oft so, oder bei anderen Finanzprodukten, dass man dann irgendwelche Gebühren zahlen muss.
ist da eben nicht. Ihr könnt ganz einfach über eure Anteile verkaufen, ihr könnt die Anteile auch übertragen. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach der Kernvorteil, ist super simpel. Dann habe ich gerade gesagt, Käufe, Verkäufe, Zuzahlungen, Entnahmen jederzeit möglich. Man kann, wenn man jetzt dadurch, dass die Mindestsparraten bei Sparplänen so nach unten gegangen sind, kann man halt auch 2, 3, 4 Sparpläne gleichzeitig machen, 3, 4 ETFs unterschiedlich besparen. Also was weiß ich, 100 Euro will man ansparen, 30 Euro in den einen ETF, 50 Euro in den ETF auf dem MSCI World und dann noch vielleicht, weil es einen Spaß hat, macht 20 Euro in einen ETF auf Elektromobilität zum Beispiel. Ja, und somit könnt ihr euch ein eigenes Portfolio über die Zeit hinweg ansparen. Auch super flexibel und sehr praktisch. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, über euren Arbeitgeber, wenn ihr vermögenswirksame Leistungen bekommt, gibt es auch Anbieter, wo ihr diese vermögenswirksame Leistung, das sind ja bis zu 40 Euro im Monat, auch über einen sogenannten VL-Sparplan, findet ihr auch Infos bei uns auf der Webseite dazu, auch in ETFs ansparen könnt. Also optimaler, aus meiner Sicht, geht es ja dann gar nicht mehr, weil dann kriegt ihr auch diese, je nach Einkommen, das ihr habt, auch noch Arbeitgeber-Sparzulage. Der Staat fördert also auch noch den ETF-Sparplan. So, kommen wir mal zu den Kosten, weil die aus meiner Sicht natürlich sehr wichtig sind. Welche Kosten sind hier gemeint? Hier geht es nicht um die Kosten der ETFs, weil die sind immer gleich. Ob ihr jetzt bei der Bank A oder B einen ETF von iShares kauft, die Kosten für den ETF sind immer die gleichen. Hier geht es um die Ausführungskosten. Also was berechnet der Broker euch, wenn ihr einen Sparplan abschließt? Und hier habe ich mal aufgetragen, die ganzen Logos oder Logen, ich weiß gar nicht genau, wie man sagt, also die Namen der Anbieter, die in Deutschland in ETF-Sparpläne anbieten. Die springt immer manchmal automatisch weiter. Also das sind so Anbieter wie Comdirect, kennt man ja, aber auch die Neo-Broker wie Trade Republic, Scalable hatte ich schon erwähnt, auch der Geno-Broker, Just Trade, Deutsche Bank, also viele, viele Banken, Hypovereinsbank, Postbank, Commerzbank, also viele Banken bieten ETF-Sparpläne an. Es ist also heute, muss ich sagen, das war vor 3, 4 Jahren anders, heute kann man eigentlich davon ausgehen, dass man bei jeder Bank einen Sparplan abschließen kann, einen Fondssparplan, und in diesem Angebot sind sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch ETFs mit enthalten. Wenn nicht, dann solltet ihr zu den Brokern gehen, die ich dann nachher auch empfehle, weil wir eben in der Redaktion im Frühjahr diese ganzen Angebote getestet haben. Aber die Details zeige ich euch jetzt. So, schauen wir uns mal den Gebührenvergleich an. Also, was sieht man jetzt hier? Ich hoffe, das ist sichtbar. In der ersten Spalte sieht man einmal unterteilt Direktbanken und weiter unten dann Filialbanken. Wir haben die separiert in unserem Test, weil man die, sagen wir mal, nicht fair vergleichen kann. Ja, eine Direktbank ist immer für andere Kunden geeignet, wenn jemand auf Beratung oder auf andere Services, Girokonto und so weiter noch Wert legt, dann ist es ja unfair, einen Wertpapierbroker mit einer Bank zu vergleichen, die auch ein Girokonto beispielsweise anbietet. Und deswegen haben wir das so ein bisschen getrennt. In der zweiten Spalte sieht man die Anzahl der ETFs, also wie viele ETFs werden dort im Rahmen eines Sparplans angeboten, also aus was für einem Universum kannst du auswählen. Und die zweite Spalte ist die Spalte der Aktions-ETFs. Und Aktions-ETFs sind dann immer ETFs, die kostenfrei angespart werden können. Also schaut man sich jetzt nur beispielsweise die ING an, die hat 815 ETFs im Sparplanangebot und alle von denen sind zu Ausführungskosten von 0 Euro handelbar. Das heißt, deswegen ist es auch eine Empfehlung von uns, deren Angebot ist einfach, jeder ETF-Sparplan ist kostenfrei. Das ist auch so bei Trade Republic und Scalable Capital. Scalable Capital hat hier sogar nochmal deutlich mehr, doppelt so viele ETFs im Angebot, also im Prinzip quasi alle, die es gibt. Trade Republic hat um die 1000, also ist auch im Prinzip alles, was man braucht, ist da verfügbar. Da sind alle Anbieter vorhanden, alle Produkte vorhanden. Man hat da mehr oder weniger die Top-Auswahl. Und dann sieht man manche Broker, da sind dann zum Beispiel bei Consorsbank wird im regulären Preismodell 1,5% aus Gebühr berechnet. Bei S-Broker, der letzte in der Direktbankenreihe, 2,5% im regulären Preismodell. Das ist natürlich schon sehr teuer im Vergleich, dass ich die gleiche Dienstleistung auch für gar keine Kosten bekomme. Daraus resultieren im Wesentlichen dann auch unsere Empfehlungen, Empfehlungen oder unsere Bewertungen, Empfehlungen sehr gut und befriedigend.
Die Details könnt ihr bei uns auch auf der Webseite oder im Extra-Magazin einfach mal durchlesen. Da fließen noch andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel, wie oft kann ich ausführen? Also kann ich nur monatlich, kann ich auch quartalsweise? Wie kann ich eine Dynamik automatisch einbauen lassen, sodass im ersten Jahr ich 100 Euro anspare, dann 103, dann 106, also dass man da so eine prozentuale Steigerung schon automatisch einplant und. Also ich habe es jetzt hier mal auf die wesentlichsten Faktoren reduziert. Und dann bei den Filialbanken, da sieht man, da ist das Angebot tendenziell etwas geringer, also weniger Produkte. Es gibt auch weniger Aktions-ETFs, also weniger kostenfreie. Und die Ausführungskosten, die sind, sagen wir mal, tendenziell eher höher. Aber eben, da muss man auch immer sagen, wenn du bei heute zum Beispiel bei, ich sage jetzt mal, der Hypovereinsbank bist, ja, dann wären deine Kosten ja 1,5% für die Ausführung, was teuer wäre. Wenn du aber jetzt bei der Hypovereinsbank genau einen dieser drei kostenfreien ETFs besparst, dann ist es ja für dich auch ein kostenfreier Sparplan. Dann ist es dir letztendlich eigentlich egal, dass die vielleicht gar nicht so ein großes Angebot haben und dass die eigentlich recht teuer sind. Der einzige Punkt, den du dann beachten musst, ist, dass diese Aktionen immer wieder mal auslaufen können. Also du musst da ein bisschen dranbleiben bei deiner Entscheidung. Währenddessen jetzt bei ING oder Scalable, die haben im regulären Preismodell, also in den richtigen AGBs verankert, dass die so günstig sind. Das heißt, wenn die das jetzt ändern würden, dann müssten die dich sogar aktiv informieren. Bei den normalen Brokern, da geht es auch mal in einer Seitennotiz sozusagen vielleicht unter. Man sollte da einfach dranbleiben. Das ist das vielleicht, was du dir merken musst. Nicht, dass du dann irgendwann ein Produkt ausgesucht hast, was kostenfrei war. Die Aktion läuft aus und danach zahlst du dann Gebühren, was ja doof wäre. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, was das bedeuten kann, habe ich hier nochmal, in dem Fall jetzt nur die Direktbanken, weil sonst die Tabelle auch zu groß gewesen wäre, aufgeführt. Und jetzt sieht man halt oben in den Spalten 2, 3 und so weiter die Ausführung, also die Sparrate, also ganz rechts 500 Euro, ganz links 50 Euro. Und was du dann in dem regulären Preismodell bei den jeweiligen Banken zahlen würdest. Und wenn man jetzt mal ganz oben schaut, sieht man eben die ersten 5 Anbieter. Das sind alles sogenannte Neobroker, bis auf die ING, die einfach in ihrem Regelpreismodell haben kostenlose ETF-Sparpläne. Das ist der Effekt mit dem Thema, was ich sagte vorhin, Neukundengewinnung. Die wollen einfach Kunden gewinnen und bieten dieses Produkt eben sehr kostengünstig an. Wenn man dann ganz runter geht mal, dann sieht man zum Beispiel den S-Broker, und der hat jetzt bei 50 Euro gar nicht so eine hohe Gebühr mit 1,25 Euro. Da gibt es zum Beispiel mit der Commerzbank 2,63 Euro mehr Gebühren. Aber wenn man jetzt mal ganz nach rechts schaut, bei 500 Euro Ausführungsrate würde halt da eine Order 12,50 Euro kosten. Ja? Und das ist natürlich im Vergleich zu den anderen mit 1 Euro oder eben kostenfrei schon sehr, sehr viel. Also da muss man immer ein bisschen gucken, wie viel spare ich an. Es bezieht sich auch immer auf den einzelnen Sparplan. Also das muss man auch beachten. Wenn du jetzt zum Beispiel beim S-Broker 3 Sparpläne machst, dann zahlst du das halt dreimal. Manche Anbieter haben eine Prozentgebühr, da ist es wieder ein bisschen anders. Also da muss man immer ein bisschen auf das Modell schauen. Aber man sieht, es sind schon doch durchaus Preisunterschiede da. Und deswegen ist es eben vielleicht sinnvoll für dich, eher zu einem dieser Neo-Broker zu gehen. Wie einfach das geht, da habe ich gestern extra nochmal ein paar Screenshots gemacht. Das zeige ich dir jetzt mal an 3 Brokern. Einmal schauen wir uns mal Scalable Capital an. Also du loggst dich über das Smartphone, geht mittlerweile auch am PC, aber am Smartphone ist es am einfachsten. Loggst du dich ein, wählst ein Produkt aus, entweder aus deiner Watchlist oder vielleicht hast du schon. Dann gehst du auf die Seite von dem Produkt. Das ist in dem Fall ein iShares DAX ETF, gestern 10.24 Uhr. Und unter den Kaufen, Verkaufen Buttons siehst du Sparplan einrichten. Wenn du da dann drauf drückst, dann musst du sagen, wie viel du ansparen willst. Entweder tippst du es manuell ein oder du wählst einen der vordefinierten Beträge. Dann drückst du auf Weiter. Dann wird das für dich zusammengefasst. In dem Fall jetzt per Lastschrift abgebucht. Den Inflationsschutz, das ist diese Dynamik, wo ich vorhin angesprochen habe, die ist deaktiviert, könnte ich hier auch deaktivieren. Drück unten auf den Button Sparplan aktivieren und der Sparplan ist eingerichtet. Und genauso einfach mit ein paar Klicks, Fingertaps, wie er eingerichtet ist, ist er auch wieder gelöscht, weil ich muss dann eigentlich nur sagen, klicken, Sparplan beenden und dann ist es auch wieder draußen der Auftrag.
Und genauso im Prinzip einfach geht's bei TradeRepublic. Hier auch bin ich auf der Produktseite. Tipp unten auf den hellgrünen Bereich Sparplan erstellen. Wähle dann aus, quartalsweise, monatlich, zweimal im Monat. Gib den Betrag ein, krieg dann nochmal eine Bestätigung, bestätige das und dann ist der Sparplan erstellt. Also wirklich super simpel. Da gibt es keinen Grund mehr, dass jemand sagt, oh Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Es ist sehr, sehr einfach. Der einzige Punkt, der in beiden Fällen im Vorfeld stattfindet, ist, ihr müsst natürlich einmal das Depot eröffnen. Und das ist ein, sagen wir mal, ein bisschen aufwendigerer Prozess, weil ihr müsst erstmal das Formular ausfüllen, dann müsst ihr euch legitimieren mit der Videoidentifikation, eure Identität nachweisen und dann innerhalb von ein paar Tagen, Stunden ist das Depot eröffnet und dann könnt ihr eben, wenn ihr Geld dann rein überwiesen habt, dann diesen Sparplan erstellen. Aber es ist auch viel, viel einfacher, als es früher war. Ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel mitgenommen. Das ist so ein bisschen alte Welt, aber eigentlich das gleiche Prinzip. Ja, ich habe jetzt hier mal exemplarisch die Consorsbank gegeben. Man kann jetzt nicht so gut wahrscheinlich erkennen, aber auch hier bin ich auf der Produktseite. Dann muss ich halt die ganzen rechtlichen Bedingungen akzeptieren. Dann muss ich im Prinzip auch sagen, Sparintervall immer am 1. des Monats, eine bestimmte Laufzeit von bis, Sparplanrate, ob es abgebucht werden soll. Also im Prinzip das Gleiche, nur ein bisschen komplexer oder komplizierter. Und am Ende bestätige ich das und dann ist der Sparplan angelegt. Also der Prozess ist immer der gleiche. Man kann es halt so oder so machen. Und die Neobroker, die schimpfen sich ja sehr kundenfreundlich, zumindest von der Interaktion. Und da sieht man halt, man kann es auch sehr einfach und auf die Kerninformationen runterbrechen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage noch offen, was für ETFs werden denn überhaupt angespart? Und ich könnte euch jetzt natürlich auch ganz konkrete Produkte empfehlen, aber das ist ja immer so schwierig, Produkte empfehlen, da will man ja auch nicht in die Haftung kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal nach, was bei den Direktbanken, die uns diese Zahlen melden, die Produkte sind, die am häufigsten angespart werden. So, und jetzt hat man hier links eben die ISIN, dann den Name und rechts steht sparplanfähig bei. Und das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel 11 oder 12 steht, dann bedeutet das, ich habe hier so eine Ansicht drüber, muss ich kurz schieben. Also zum Beispiel der erste, der iShares Global Clean Energy, ist einer der beliebtesten ETFs für Sparpläne. Der ist bei 12 Banken insgesamt sparplanfähig und sehr beliebt. Also er steht relativ weit oben eben auf der Beliebtheitsskala. Das heißt, da gibt es entweder am meisten Sparplanausführungen oder am meisten Sparplanvolumen. Ja? Also da, so ist die Liste quasi aufgebaut. Dann, wenn man aber mal so mit dem Auge so kurz über die Liste geht, sieht man halt, okay, wir haben hier ein MSCI World, ein MSCI World, MSCI Emerging Markets, also Industrieländer, Schwellenländer, amerikanische Aktien, nochmal so New Energy, Clean Energy, also so erneuerbare Energien, nochmal World, nochmal World, nochmal World und nochmal World sogar mit Nachhaltigkeit. Also da kann man ganz klar sagen, die beliebtesten ETFs, und das sind jetzt hier die Top 10, sind ETFs auf weltweite Aktien, entweder Industrieländer oder Schwellenländer oder dann eben in der Kombination Schwellenländer-Industrieländer, sowas wie zum Beispiel All World. Und da sieht man schon, dass Anleger, die Sparpläne nutzen, eben sehr, sagen wir mal, informierte Anleger sind, sehr durchdachte Anleger, die eben genau wissen, was sie machen, und eben Wert auf hohe Risikostreuung legen. Schauen wir uns nochmal nur die Indizes an. Auch da sieht man, wenn man also nur den Index anschaut, auch das gleiche Bild. World, Emerging Markets, gut, DAX ist noch beliebt, Nasdaq ist beliebt, Eurostock 600, S&P 500, All World, MSCI, All Country World, Emerging Markets, Select Dividend. Also im Prinzip der Großteil der ETFs, die ausgeführt werden über alle Anbieter hinweg, sind eben auch hier eher World, MSCI, Emerging Markets oder Kombinationen davon. Ja, und genau so würde ich an eurer Stelle auch investieren. Wer keinen großen Aufwand betreiben möchte, wer keinen großen regelmäßigen Pflegeaufwand betreiben möchte, der kauft einfach einen World, einen Emerging Markets oder eine Kombination davon und lässt es einfach laufen.
So, jetzt habe ich ja schon viel über die Broker gesprochen. Jetzt gebe ich euch nochmal ganz kurz die Gründe, warum wir diese drei Broker eigentlich empfehlen aktuell an unsere Leser und Nutzer. Und zwar wegen Angebot, Mindestsparplanrate, Standardgebühren und Ausführungen. Das eine ist, auf jeden Fall hatte ich ja schon erwähnt, die ING ist einfach eine super faires, einfaches Angebot. Die ING hat ja insgesamt recht attraktive Angebote, auch was so Girokonten und so weiter angeht. Da hast du die Auswahl aus 815 ETFs, ab 1 Euro Sparplanrate. Jeder Sparplan kostet nichts. Du kannst super flexibel monatlich, halbjährlich, vierteljährlich oder alle 2 Monate ausführen. Und das ist natürlich extrem angenehm, super einfach zu verstehen. Ist ein sehr, sehr solventer Partner, große Direktbank. Also ganz klar unsere Top-Empfehlung. Dann Scalable Capital, hatte ich auch schon erwähnt. Die haben halt ein sehr, sehr großes Produktangebot. Im Prinzip sind da alle ETFs sparplanfähig. Auch ab 1 Euro Sparplanrate, auch jeder Sparplan kostet 0 Euro. Ist halt ein neuer Broker, die noch nicht so viele Kunden haben. Aber du hast ja das Frontend vorhin gesehen, also diese Screenshots. Ist halt sehr einfach in der Handhabung, bietet sich also durchaus an, da vielleicht das auch mal als Zweitdepot zu nutzen. Und der dritte, die auch sehr populäre Online-Bank oder Online-Broker Trade Republic, die haben ungefähr 1500 ETFs. Da ist das Sparen ab 10 Euro möglich. Meiner Meinung nach auch komplett ausreichend. Da kostet auch jeder Sparplan nichts im Standardpreisangebot. Monatlich und vierteljährlich kann man investieren. Wir haben vorhin auch einen Screenshot gesehen. Man kann im Monat auch mehrmals investieren, also dass zweimal im Monat investiert wird. Und deswegen sind diese drei Broker einfach unsere Empfehlungen, die wir immer wieder Nutzern empfehlen, wenn sie sich eben für dieses Thema Sparpläne interessieren. Genau, so noch vielleicht abrundend, wo kannst du dich jetzt empfehlen? Da muss ich ganz klar sagen, am besten bei uns, ja, weil wir geben uns da wirklich sehr viel Mühe, die ganzen Angebote laufend aktuell zu halten. Das Erste, wir haben unser Magazin und hier auch den ETF-Guide, da komme ich auch gleich nochmal drauf, wo ganz dediziert erklärt wird, wie man in ETFs investiert und wo die besten Angebote es gibt. Dann haben wir unsere Webseite, wo wir regelmäßig aktualisiert die ganzen Angebote der einzelnen Broker analysieren. Da kannst du Testberichte lesen, kannst Zusammenfassungen lesen, kannst die auch miteinander vergleichen, weil es ändert sich durchaus auch mal was so während eines Jahres. Und dann haben wir noch unsere Profilseiten und da ist es so, das findest du übrigens auch auf der Webseite von BlackRock zu den BlackRock ETFs, also zu den iShares ETFs. Wir haben das für alle Anbieter. Da kannst du dir genau anschauen, dieser spezifische ETF, wenn ich den in einem Sparplan abschließen möchte, bei welchem Broker kostet der denn bei welcher Sparplanrate wie viel? Also ihr könnt da genau ausrechnen und eure individuelle Situation berechnen. Da hat man nämlich auch einen schnellen Überblick und diese Listen werden halt auch immer aktualisiert in regelmäßigen Abständen, sodass es immer sehr, sehr akkurat ist und korrekt. Genau, so. Ein Projekt, wo ich persönlich ganz stolz bin drauf, deswegen habe ich es hier nochmal größer draufgestellt. Und zwar haben wir Anfang des Jahres unseren ETF-Guide vorgestellt. Das ist im Prinzip ja die Idee gewesen, wie kriegt man diese ganze Thematik ETFs in ein Heft gepackt, ja, dass man idealerweise in so einer Stunde mal durchlesen kann. Dann weiß man alles und kann alles umsetzen. Also zumindest weiß man dann wahrscheinlich 90% über ETFs mehr als alle anderen da draußen, die eben sich noch mit ETFs noch nicht beschäftigt haben. Also was sind die besten ETF-Sparpläne? Wie man die optimale Aktienquote findet, wo es kostenfreie Depots gibt oder Sparpläne, war das heutige Thema, wie man das Depot analysieren kann und. Und das gibt es bei uns im Online-Shop. Adresse steht hier unten, könnt ihr euch ja bei Gelegenheit immer anschauen. Gibt es auch im Kiosk zu kaufen, wenn noch welche da sind. Wir im Büro haben auf jeden Fall noch welche, da können wir euch welche zukommen lassen. Genau, und dann noch ein weiterer kleiner Hinweis, wenn ihr noch mehr wissen wollt über ETFs, auch andere Themen, dann kann ich euch nur meinen Podcast empfehlen. Da kommt jeden Mittwoch eine Folge, den könnt ihr auf allen bekannten Plattformen anhören, Apple, Spotify und so weiter und so fort oder bei uns auf der Webseite. Ich mache da immer so lehrreiche, sagen wir mal,
gesprochene Webinare. Also wenn euch das Webinar heute gefallen hat, dann könnt ihr euch so meine Podcast-Folgen anhören. Die sind natürlich nicht so lang und man kann sie leichter verfolgen, ohne jetzt Grafiken oder so zu sehen. Gestern habe ich zum Beispiel eine Folge veröffentlicht zum Thema Anleihen-ETFs, weil die Zinsen ja ein bisschen gestiegen sind und da muss man halt ein paar Sachen kennen, damit man nicht irgendwelche großen Verluste erzielt. Und das habe ich da in dem Thema eben zusammengefasst. Und dann lade ich mir immer wieder auch Experten ein. Wir haben zum Beispiel mit dem Kollegen vom Lukas auch schon einen Podcast gemacht, wo wir nochmal über den ETF-Sparplanmarkt gesprochen haben, auch über die Studie gesprochen haben. Oder von BlackRock hatte ich auch den Dr. Lüg, den Volkswirt und den Strategen mit im Gespräch. Da machen wir eigentlich immer alle 6 Monate ein kleines Update, ein wirtschaftliches Update. Eben auch mit dem Ziel anhören, verstehen, lernen und dann am besten für dich eben bessere Finanzentscheidungen zu treffen. So, dann kommen wir zum Fazit. Also, wir haben gelernt, es gibt momentan 4,9 Millionen ETF-Sparpläne, die pro Monat eben ausgeführt werden. Der Markt und die Nachfrage steigt stark an, eben weil es eben sehr, sehr gute Gründe gibt. ETF-Sparpläne sind eine super renditestarke Sparform. Man kann damit eben viel machen. In der Studie haben wir übrigens auch Szenarien berechnet. Ich meine, über 5 und 10 Jahre, was denn in einem Sparplan rausgekommen wäre, wenn man einfach einen MSCI World Sparplan gemacht hätte. Was wäre in 5 Jahren rausgekommen und was wäre nach 10 Jahren rausgekommen? Könnt ihr euch ja die Zahlen mal anschauen, also real, wenn man immer am ersten sozusagen investiert hätte. Das ganze Thema emotionslos und nach definierten Regeln investieren, habe ich erklärt, ist aus meiner Sicht echt ein Kernvorteil, weil man einfach diese ganzen, sagen wir mal, Störgeräusche, die man bei dem Treffen einer Anlageentscheidung haben kann. Man wird getriggert vielleicht durch eine Nachrichtenshow, durch ein Börsenmagazin, durch ein YouTube-Video und das nimmt man einfach raus und man verfolgt mit wie bei einem Marathon. Ja, ich habe ein Ziel, den Marathon zu laufen. Hier ist das Ziel, die Altersvorsorge und ich gehe das mit Plan Schritt für Schritt für Schritt durch. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der wichtigste Punkt. Keine Bindefristen, Haltefristen, habe ich erzählt. Dass man ihn flexibel anpassen kann, habe ich auch gesagt. Und inzwischen, das ist wirklich super, kann man jeden ETF über einen Sparplan ansparen. Es gibt sogar, muss ich auch sagen, manchmal, also muss es immer ein Riesenangebot sein? Da würde ich sagen, nein, muss es nicht. Ja, weil zum Beispiel bei FlatEx, dem Online-Broker, haben vielleicht andere auch, da kann man einen Short-ETF ansparen, also wo man auf fallenden DAX zum Beispiel setzt. Und ich meine, es macht ja keinen Sinn, strukturiert auf einen fallenden Markt zu setzen. Also das widerspricht ja so ein bisschen dem Thema langfristiger Vermögensaufbau. Da muss man schon ein starker Nostradamus-Fan sein, dass man da sagt, okay, also die Welt wird gnadenlos zugrunde gehen und auch da würde ich meinen Vermögensaufbau draufsetzen. Also wie gesagt, kleiner Spaß, ja, aber nicht jeder ETF macht natürlich Sinn für einen Sparplan, aber wir haben ja gesehen, Privatanleger, ihr seid alle sehr, wie soll ich sagen, informiert und schlau. Deswegen so breit wie möglich streuen. Kümmert euch nicht drum, was macht der Markt und der Markt. Kauft einfach alles, ja, und lasst es einfach laufen. Perfekt für den ETF-Sparplan. Gibt es überall. Und meine Empfehlung, muss ich leider sagen, leider für Filialen und klassische Direktbanken, geht zu einem Low-Cost-Broker. Da kriegt ihr einfach das gleiche Produkt, den gleichen ETF, aber zu günstiger Gebühren. Und solange es das gibt, das Angebot, würde ich das auch einfach ausnutzen. Warum unnötig ein paar Euro bezahlen, wenn man sich das einfach sparen kann?